Herzliches Willkommen. Wir sind bei Montag, 17. April 2023 und ich hoffe, ihr hattet alle ein erholsames und schönes Wochenende. Wir starten an diesem Montag weiterhin mit der Sonne und dem Jupiter im Widder. Wir haben die Venus in den Zwillingen, den Merkur im Stier. Wir haben Pluto im Wassermann, wir haben Mars im Krebs. Weiterhin natürlich Neptun und Saturn in den Fischen. Auch der Mond befindet sich an diesem Montag in den Fischen. Damit ist natürlich Entgegenkommen, Freundlichkeit, Sensibilität, Sensitivität auch gegenüber anderen Bedürfnissen natürlich da, Hilfsbereitschaft, Entgegenkommen und eben sehr viel Gefühl. Auch mit der Krebsenergie geht es darum, als auch im übertragenen Sinne familiär miteinander umzugehen, also das Miteinander zu stärken, also sich miteinander um die Dinge zu kümmern, sei es im Job oder im Privaten. Das ist eine sehr schöne Energie für diesen Montag. Ich wünsche euch natürlich einen tollen Start in diese Woche und hoffe, dass ihr möglichst viele schöne Erlebnisse habt. Und wir schauen uns das natürlich für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Montag, 17. April 2023. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, hast dich gut erholt und startest ja positiv in die neue Woche. Sonne und Jupiter befinden sich noch im Widder. Ab Donnerstag wechselt die Sonne ja in den Stier. Wir haben den Mond in den Fischen, sehr gefühlvoll, sensitiv aufeinander zugehend. Wir haben den Mars ja auch im Krebs. Saturn und Neptun in den Fischen, da geht es um Zugehörigkeit miteinander und dass man sich gut aufeinander einspielt. Dazu gehören natürlich auch Merkur im Stier und Uranus im Stier, die langfristige Planungen bevorzugen und eben auch, dass man sich miteinander abstimmt und Veränderungen gemeinsam kreiert. Wir haben die Venus in den Zwillingen, die kann sehr die Kommunikation stärken, allerdings auch die Ablenkung davon oder dass man sich auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren möchte. Das kann natürlich dann so ein bisschen schwächen. Ja, was haben wir noch? Wir haben Pluto im Wassermann, der den Eigenwillen stärkt und auch die Selbstverwirklichung. Schauen wir uns an, was wir an diesem Montag für den Widder haben. Der Eremit. Das ist so ein bisschen der Rückzug, sich mit sich selbst, mit den Plänen und Vorhaben beschäftigen. Wo liegen Stärken, Schwächen? Vielleicht auch ja Bedürfnisse, also ich sag mal, wie du dich fühlst. Wir haben den Erfolg, du bist erfolgsorientiert und die Strategie, wie gehe ich damit um? Es ist immer wichtig natürlich, seine Vorzüge nach vorne zu kehren und sich nicht auf die Schwächen zu konzentrieren. Trotzdem muss man wissen, wo sie liegen und wo man Handicaps hat oder wo man vielleicht nicht ganz sicher ist. Und deswegen ist es auch gut, wenn du dich damit beschäftigst heute und nicht zu vorschnell dem Erfolg hinterherhechelst. Das heißt, langsam machen. Das sagt auch eben die pragmatische Stierenergie, die auch dazu neigt, den Moment zu genießen, also auch kleine Erfolge und eben auch mit Mars im Krebs das Miteinander. Natürlich kannst du viele tolle Kontakte machen mit Venus in den Zwillingen, aber sie sollen dich nicht von deinem eigentlichen Ziel abbringen. Und deswegen ist Durchhaltevermögen, ein langer Atem, auch in dieser Woche sehr wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nämlich ab dem 21., das ist der Freitag, Merkur rückläufig haben. Also man sollte nach Möglichkeit in dieser Woche langsam, bedächtig die Dinge zu Ende führen, die man zu Ende führen kann. Ich wünsche dir einen tollen Start in diese Woche, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, startest mit ja positiver Einstellung in die neue Woche. Wir haben die Sonne, den Jupiter im Widder, feurige Energie, Temperament, Leidenschaft natürlich und auch ein bisschen Eigensinn, der ja auch dem Stier nicht ganz abgesprochen wird. Der Mond befindet sich in den Fischen und bedeutet Sensitivität, gefühlvoll. Man muss sich auf andere einstellen. Man möchte ja auch, dass man nicht auf deinen Gefühlen rumtrampelt, ne? Und wir haben den Mars im Krebs, was ja auch sehr gut ist, was gut miteinander funktioniert, dass man eben langsam macht und sich abspricht und auch miteinander abstimmt und
aufeinander zugeht, mit Saturn und Neptun natürlich auch. Die Venus ist in den Zwillingen, fördert die Kontaktfreudigkeit, fördert das Flirten und fördert natürlich auch die Kommunikation, kann aber von dem, was wichtig ist, auch zeitweise ablenken, weil man sich vielleicht zu viel vornimmt. Da muss man ein bisschen sich selbst, ja, disziplinieren, nichts vergessen, vielleicht aufschreiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ab Freitag Merkur rückläufig haben. Dann ist Merkur, der ja sowieso schon in deinem Zeichen ist, rückläufig und da geht nicht mehr viel. Ja, wir haben dann auch natürlich Pluto im Wassermann, der auch so ein bisschen den Eigensinn stärkt. Und deswegen muss man sich vielleicht das ein oder andere Mal auch entweder damit auseinandersetzen oder sich selbst ein bisschen zügeln. Du bist erfolgreich als Stier natürlich. Die Dinge laufen sehr gut, wie gesagt, auch in deinem Tempo. Du bist entspannt, relaxed und führst gute Gespräche. Das ist hervorragend. Das sollst du auch. Du sollst deinen Erfolg natürlich langfristig auch sichern. Ja, aber es ist wichtiger noch, deswegen auch die sensitive Energie ein bisschen zwischen den Zeilen zu erfassen. Das bedeutet, was andere sagen und tun, so ein bisschen sich darauf einstellen, wie die Leute unterwegs sind, was ihre eigentlichen Vorhaben sein können oder wie sie sich fühlen auch. Das ist manchmal sehr wichtig. Da ist auch der Hase im Pfeffer, wie diese Menschen reagieren. Und das kann sehr nützlich und hilfreich sein. Also stell dich auch ein bisschen auf die Leute ein. Lerne davon, was andere tun oder wo sie Fehler machen. Und natürlich gilt das für dich genauso. Du darfst genauso Fehler machen und vielleicht auch mal ein bisschen in aller Ruhe die Dinge angehen. Du musst dich nicht hetzen. Also starte ruhig und genüsslich in die nächste Woche. Fühl dich wohl und tausche dich mit anderen aus und beobachte. Ich wünsche dir einen tollen Start in diese Woche. Viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Montag, 17. April 2023, mit Sonne und Jupiter weiterhin im Widder. Denkt dran, die Sonne wird wechseln am 20. in den Stier. Und das bedeutet dann eben eine etwas andere Energie. Man kann nicht so schnell voran. Und am 21. wechselt der Merkur auch, ja, er wechselt nicht, er wird rückläufig. So. Und dann geht nicht mehr viel. Also man sollte diese Woche versuchen, die Dinge möglichst gut anzugehen. Ich hoffe, auch du hast dich gut erholt an diesem Wochenende und startest mit neuer positiver Energie. Vor Übertreibung wird weiterhin gewarnt. Pluto ist im Wassermann, kann dich so ein bisschen forsch nach vorne treten lassen. Mit Venus im eigenen Zeichen ist das natürlich unterstützt, aber bleib auf dem Teppich. Der Mond ist in den Fischen und sorgt für Sensitivität. Man kann da ein bisschen, ja, zu forsch sein. Und mit Mars im Krebs und Saturn und Neptun in den Fischen ist es eh schwierig für den Zwilling. Und deswegen mach lieber langsam und beobachte, lerne, bleibe sensitiv. Und auch Merkur ist im Stier, wie gesagt, wie Uranus auch. Die Dinge gehen nicht so schnell, wie du das dir vielleicht wünschen würdest. Aber sie bewegen sich. Das ist schon mal viel wert. Wenn Merkur rückläufig wird am 21., sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Was haben wir jetzt für den Zwilling? Zurückhaltung. Okay. Da sind ein paar, ja, ungewünschte Gefühle vielleicht. Und da ist die vage Energie des Ausgleichs. Also, wenn du etwas hast, was dich beschäftigt, was dich vielleicht belastet oder worüber du dich ärgerst, je nachdem, versuche herauszufinden, wo es herkommt und ob das jetzt der Situation geschuldet ist oder ob du da vielleicht mit einer Altlast dich noch rumschlägst. Ja? Die vage Energie ist harmonisierend, diplomatisch und ja, versucht eben Ausgleich zu schaffen. Wir haben die drei der Schwerter, das heißt, da sind Kränkungen, Verletzungen, Beleidigungen möglich, aber ich glaube eher, dass es daran liegt, dass du mit deinen Gefühlen heute nicht so optimal zurechtkommst, dass du möglicherweise auch unwirsch reagieren könntest, ja. Auch wenn jemand sich dir nähert und dir vielleicht helfen möchte und so, bleibe zurückhaltend in deinen Äußerungen und bevor du irgendwas, sagen wir mal, zu forsches sagst, überlege nochmal. Halte dich ein bisschen zurück mit Äußerungen, beobachte vielleicht mehr und kümmere dich mehr um dein Inneres als um das Äußere und überlege, ob du vielleicht auch hier ein bisschen Abstand brauchst, um, naja, vielleicht die ein oder andere Bemerkung zu lassen oder dich eben von gewissen Leuten so ein bisschen zurückzuhalten.
Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst, nicht unbedingt die anderen, denn je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, kann das unangenehm werden. Also ein bisschen Zurückhaltung schadet heute nicht. Ich wünsche dir aber einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg, gutes Gelingen und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind beim Montag, 17. April 2023 und ich hoffe, auch du hattest ein erholsames, schönes Wochenende, kommst gestärkt aus diesem Wochenende heraus und startest mit neuer, positiver Energie. Ja, wir haben die Sonne und den Jupiter weiterhin im Widder. Das ändert sich bald, weil am 20. die Sonne in den Stier geht und am 21. Merkur im Stier rückläufig wird. Und da sollte man diese Woche natürlich nutzen, möglichst viel hinter sich zu bringen. Aber bitte keine Hetze, keine Eile und nichts erzwingen wollen. Das ist wichtig. Der Mond befindet sich in den Fischen, macht gefühlvoll, sensitiv. Man geht auf andere zu und du folgst natürlich deiner Intuition. Wir haben dann auch Mars im eigenen Zeichen. Du kommst gut voran mit Neptun. Und Saturn in den Fischen ist eben das Gefühlsleben sehr wichtig auch für dich. Und damit kannst du eben auch sehen, wie es anderen geht und wie du damit umgehen kannst. Da ist eine Strategie schon nicht schlecht. Wir haben den Pluto im Wassermann, der so ein bisschen eigenwillig machen kann. Natürlich auch den Krebs, aber auch andere. Sei gemäßigt und vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend, denn wir haben auch die Venus in den Zwillingen. Das fördert Kommunikation, lenkt aber manchmal auch von den langfristig geplanten Zielen ab. Uranus und Merkur sind ja auch im Stier und da geht es langsam auf die Zielgerade sozusagen, aber es geht darum, langfristig eben erfolgreich zu sein und das eben auch zu sichern. Da haben wir den Turm. Das ist so ein bisschen weglassen oder sich von Dingen trennen. 10 der Kelche, sehr viel Gefühl, sehr viel Liebe und Stabilität. Es geht darum, sich von allem, was, sagen wir mal, deinem Gefühlsleben schadet oder was dir persönlich schadet, Abstand zu nehmen. Das musst du nicht von heute auf morgen, aber es gilt, Platz zu schaffen für Neues. Ein Beispiel. Du bist irgendwie mit jemandem befreundet, der eigentlich immer nur von deinen Taten profitiert, aber nie etwas zurückgibt. Du bist liebevoll, entgegenkommt und fürsorglich, aber irgendwie hast du von dieser Freundschaft nicht viel. Also wird es Zeit, sich zu distanzieren, damit du das volle Potenzial ausnutzen kannst, was dir zur Verfügung steht. Das muss nicht abrupt erfolgen, dann man kann sich ja langsam distanzieren. Es geht darum, dich zu stärken. Und mit dem Eremiten der Jungfrau-Karte geht es darum, herauszufinden, was du als Krebs wirklich möchtest, was gut für dich ist, was dich weiterbringt. Ja, ich denke mal, es fällt dir einfach schwer, dich auch von solchen Menschen zu distanzieren, weil du dich auch daran gewöhnt hast, dass sie in deiner Umgebung sind und dass sie nun mal den Krebs ein bisschen, naja, sagen wir mal, für sich nutzen. Aber du solltest für dich, für deine Zukunft und auch für die, die es ehrlich mit dir meinen, ein bisschen Distanz wahren zu dem, was nicht gut für dich ist oder was dich bisher auch ein bisschen enttäuscht hat. Du hast sehr viel Gefühl, sehr viel Liebe, du hast eine solide Basis und du solltest dir überlegen, wie es für dich ganz persönlich als Einzelperson weitergehen soll. Und da lass dir ruhig Zeit, aber entscheide dich zeitnah dafür, was für dich wirklich die bessere Alternative ist. Ich wünsche dir natürlich tolle Energien, gute Unterstützung auch von denen, die dir zur Seite stehen und ja, kehre nicht die Schwächen hervor, sondern deine Stärken. Deine Intuition ist, glaube ich, eine der wichtigsten davon. Also hab einen schönen Start in diese Woche, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Montag, 17. April 2023 und ich hoffe, du hast das Wochenende genutzt, dich zu erholen, neue Kräfte zu tanken und eben ja mit positiver Energie in die neue Woche zu starten. Wir haben weiterhin die Sonne und den Jupiter im Widder. Das wird sich am 20. ändern, wenn die Sonne in den Stier geht. Da geht es um Pragmatismus, langfristiges Planen und so weiter. Es geht alles langsamer. Und am 21. haben wir auch noch Merkur rückläufig. Da sollte man natürlich diese Woche versuchen, möglichst alles, was noch offen steht, abzuschließen, wenn es irgendwie geht. Aber keinen Stress, bitte. Der Mond ist in den Fischen und ist
ja auch sehr gefühlvoll, sensitiv. Man darf auch ruhig mal um Hilfe und Unterstützung bitten oder kann diese auch gewähren, wenn man genug Kapazitäten noch übrig hat. Wir haben den Mars im Krebs, was eben auch das Kollektiv, das familiäre Miteinander fördert, genauso wie Neptun und Saturn in den Fischen. Wir haben Uranus, wie gesagt, im Merkur und auch im Uranus und Merkur im Stier. Da geht es um langfristiges Planen, voraussetzen, dass eben die Regeln eingehalten werden und dass man sich abstimmt. Jetzt haben wir die Venus in den Zwillingen, was ja auch sehr kommunikativ macht, aber eben auch von dem, was wirklich relevant und wichtig ist, ein Stück weit ablenken kann. Pluto im Wassermann kann so ein bisschen den Eigensinn stärken, dass man sich selbst zu wichtig nimmt oder dass man zu sehr seine eigenen Ideen verwirklichen will. Das kann dir begegnen oder es kann von dir ausgehen. Wir haben einen Neuanfang. Das klingt doch schon mal sehr gut. Wir haben den Fokus, vielleicht auf den Neuanfang, auf die Heilung, Sternenergie, Wassermann-Energie. Das kann eben auch mit Pluto im Wassermann bedeuten, dass du ein bisschen sehr fokussiert bist auf deine eigenen Ziele. Aber die Heilung beinhaltet natürlich auch die Mitmenschen. Da haben wir die Neun der Kelche, Wunscherfüllung. Gefühlsmäßig tut sich da einiges. Heilung, vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst fokussieren. Ja, nicht nur, ich sage jetzt mal Karriere, sondern eben auch, wie fühle ich mich dabei? Wie geht es mir? Was wünsche ich mir? Auch partnerschaftlich oder freundschaftlich, je nachdem, auch in der Karriere. Ja, also nicht übertreiben. Du hast die Möglichkeit durch Fokus auch darauf, was wirklich wichtig ist für dich und das eben auch im Gefühlsbereich, die Dinge zu klären für dich und daran mitzuwirken. Aber eben langsam und auch ja mit anderen gemeinsam. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Montag, 17. April 2023 und ich hoffe, auch du hattest ein schönes, erholsames Wochenende und startest gestärkt und gut erholt in die neue Woche. Wir haben die Sonne und den Jupiter weiterhin im Widder. Das wird am 20. wechseln, wenn die Sonne in den Stier geht. Wir haben auch den Mond jetzt in den Fischen. Du hast ja auch mit Neptun in den Fischen so deine, sagen wir mal, Handicaps. Das kann auch mit dem Mond erfolgen. Also lass dich gefühlsmäßig ja nicht zu sehr verwirren. Wir haben dann auch den Mars im Krebs, der eben auf die Familie, auf das Miteinander schaut, dass man das gemeinsam schaffen soll und keinen Alleingang gehen soll. Pluto im Wassermann kann dich vielleicht dazu verleiten, es trotzdem alleine zu versuchen. Ist aber schwierig, weil man eben auf andere ja bauen muss oder miteinander mehr erreichen kann. Dann haben wir auch die Venus in den Zwillingen, was gute Kontakte fördert, auch partnerschaftlich oder auch geschäftlich. Aber man kann eben auch sehr leicht abgelenkt werden von dem, was gerade sehr relevant ist. Dann haben wir Uranus und Merkur im Stier. Eine Energie, die dich unterstützt. Allerdings wird am Freitag, dem 21. der Merkur rückläufig im Stier. Das heißt, man sollte die wichtigsten Dinge, wenn es geht, diese Woche unter Dach und Fach bringen. Aber nicht krampfhaft, sondern es einfach in Ruhe versuchen. Ja, schauen wir uns an, was wir für die Jungfrau haben. Da ist deine Karte. Starke Energie zur Planung, Vorbereitung, Stärken und Schwächen ausmachen, aber wie ich sagte, langsam machen mit dem Page der Münzen. Du kümmerst dich darum. Du versuchst eben auch die wichtigsten Dinge in dieser Woche nach Möglichkeit unter Dach und Fach zu bringen. Ja, wir haben die Welt. Die Dinge verändern sich und auch, ich sag mal, mit deinem Zutun kann man Dinge verändern. Das heißt aber, man muss eben diese Schwelle überschreiten, dieses Portal hier. Das geht aber jetzt, wenn Merkur rückläufig wird, bis zum 15. Mai nur sehr, sehr langsam. Aber du als Erdenergie und guter Planer, guter Vorbereiter kannst mit dem arbeiten, was dir geboten wird. Und ich glaube auch, dass du die Zeit nutzt, dich ein bisschen zu schonen und zurückzunehmen. Das wäre zumindest zu wünschen. Ja, also mach schön langsam, versuche nichts zu erzwingen, auch wenn Pluto im Wassermann dich dazu verleiten möchte oder auch die ja, kommunikative Venus in den Zwillingen, mach langsam. Wir haben dann auch ab dem nächsten Wochenende, ab Sonntag dann auch eine Energie,
die dabei hilft, trotz Merkur rückläufig einiges zu schaffen. Aber da sind wir noch nicht. Wir starten jetzt in die Woche und ich wünsche dir einen ruhigen, angenehmen Start in diese Woche. Viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Montag, 17. April 2023 und ich hoffe, du hast dich an diesem Wochenende auch gut erholt und startest mit neuer positiver Energie in die neue Woche. Wir haben die Sonne und den Jupiter im Widder. Feuerenergie treibt dich voran, auch manchmal ein bisschen Eigensinn natürlich, aber der Mond in den Fischen sorgt dafür, dass du dich auch so ein bisschen sensitiver, ja, an die Dinge heranwachst. Das ist gut so, denn wir haben auch den Mars im Krebs, wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Das bedeutet, man muss miteinander eben auch auf die Belange der einzelnen Mitglieder, der Gruppe, Familie, wie auch immer, eingehen. Man sollte das nicht übergehen. Wir haben dann die Venus in den Zwillingen. Das ist natürlich ganz nach deinem Geschmack. Viele neue Kontakte, gute Gespräche, aber es kann eben vom Wesentlichen auch zum Teil ablenken. Da musst du aufpassen, dich nicht zu verzetteln. Pluto im Wassermann bestärkt das natürlich auch, ja. Und deswegen ein bisschen so nach Tagesordnung gehen oder sich einen Plan machen, was man erledigen muss. Dann haben wir natürlich Merkur und Uranus im Stier, da geht es um langfristige Planung, die eben auch an Regeln gebunden ist leider und die eben aber auch den Erfolg generiert. Wir dürfen nicht vergessen, am 20. wechselt die Sonne auch in den Stier und damit wird diese Energie noch verstärkt und am 21. wird Merkur rückläufig. Da sollte man so ziemlich viel möglichst unter Dach und Fach haben. Was haben wir jetzt für die Waage? Königin der Münzen, sehr schön, Erdenergie, du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Wir haben aber auch die 7 der Kelche, Illusionen, hohe Ansprüche. Ja, du bist sehr anspruchsvoll, liebe Waage, ich weiß, aber es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht zu viel vorzunehmen. Ja, man kann eben auch mit hohen Ansprüchen, sowohl an sich selbst als auch an andere, daran scheitern, dass man auf ein bestimmtes Ergebnis fixiert ist. Und deswegen solltest du vielleicht das Ergebnis offen halten. Also nicht unbedingt ein bestimmtes Ziel anstreben, sondern eben auch vielleicht sagen, ich muss mich jetzt um die Kleinigkeiten des Alltags kümmern und das große Ganze wird sich erst dann ergeben, wenn diese, sag ich mal, alltäglichen Pflichten erfüllt sind. Der Neuanfang steht an, aber wir haben den Turm. Also es wird sich noch etwas hinziehen, beziehungsweise, wie ich sagte, musst du dich erst noch um andere Dinge kümmern, die erst den Platz frei machen für diesen Neuanfang. Kann auch sein, dass das im Moment einfach verzögert wird, auch durch äußere Einflüsse. Aber wichtig ist, dass du deine Ansprüche auf ein Minimum zurücksetzt und dich eben auch um unliebsame Tagesdinge kümmerst, ja, und aber eben auch Dinge abschließt, denn am 21., dem Freitag, wird Merkur rückläufig. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche, gute Aussichten, nutze sie und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute beim Montag, 17. April 2023 und ich hoffe, auch du hattest ein schönes, erholsames Wochenende. Und ja, wir starten mit neuer und positiver Energie. Wir haben die Sonne und den Jupiter im Widder. Das ist eine feurige, temperamentvolle Energie, die dich als Skorpion natürlich auch anstecken kann, aber dich nicht bitte zu eigensinnig und zu, ja, sagen wir mal, machtbesessen machen sollte, auch mit Pluto im Wassermann nicht. Denn das wird sich auch am 20. ändern, wenn die Sonne in den Stier geht und am 21. der Merkur im Stier rückläufig wird. Es gilt also in dieser Woche, seinen Pflichten nachzukommen, die Dinge möglichst abzuschließen, wenn es geht, und dann eben Dienst nach Vorschrift zu fahren, um das mal kurz zu fassen. Der Mond befindet sich in den Fischen, macht gefühlvoll, sensitiv, entgegenkommt und hilfsbereit, genauso wie Neptun und Saturn in den Fischen. Der Mars ist weiterhin im Krebs, unterstützt dich auch nach Kräften, aber es geht halt nicht so schnell, wie du das vielleicht manchmal möchtest. Dann haben wir selbstverständlich die Venus in den Zwillingen, was dich nervös machen kann, was auch ein zu viel an Kommunikation bedeuten kann, aber auch eben gute Gespräche fördert, allerdings eben auch manchmal ablenkt von dem, was getan werden sollte.
Ja, Merkur und Uranus im Stier, wie gesagt, sind die Erfolgsgaranten, wenn man langsam macht und eben auch langfristig plant und sich sämtlicher Konsequenzen des eigenen Handelns bewusst ist. Was haben wir jetzt für den Skorpion? Ganz viel Liebe, das ist doch schön. 10 der Kelche, Nostalgie, Vergangenheit. Und Geduld. Also es geht darum, auch mit der Vergangenheit oder mit dem oder mit den Leuten, die man schon lange kennt, sehr viel Geduld aufzubringen. Du brauchst Geduld, du brauchst einen langen Atem und wenn es darauf ankommt, hast du diesen auch, ja. Aber es geht eben darum, auch Gefühl zu zeigen. Gerade mit Krebs in den im Kre Mars im Krebs und Saturn und Neptun und Mond in den Fischen bedeutet das eben, man muss sich so ein bisschen auch darauf einstellen und man muss auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Sensitivität selbst an den Tag legen. Wir haben die Veränderung, die Transformation, die stattfindet. Und wie gesagt, wenn Merkur rückläufig wird, dann kann man selber nicht mehr so viel tun. Und man braucht sehr viel Geduld, bis 15. Mai, um genau zu sein. Dann wird der Merkur wieder vorläufig. Aber man kann ja in dieser Woche noch das ein oder andere vielleicht erledigen. Aber bitte mit Geduld, nicht hastig und bitte auch nichts erzwingen, mein lieber Skorpion, denn das geht nach hinten los. Vergangenheit kann langfristige Beziehungen bedeuten, kann auch bedeuten, dass man die Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Aber man braucht eben einen langen Atem und sehr viel Geduld. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Montag, 17. April 2023, mit Sonne und Jupiter im Widder. Schöne Energie, Feuerenergie und ich hoffe, du hast das Wochenende genutzt, dich zu erholen, zu regenerieren und neuen optimistischen, ja, Energieschub mit in diese Woche zu bringen. Der Mond ist in den Fischen, steht immer schwierig für den Schützen, aber sollte dich nicht irritieren, bleib bei dem, was sich bewährt hat. Wir haben auch natürlich Neptun und Saturn in den Fischen, wobei Neptun deine Gefühle beeinflussen kann. Da musst du dann auch ein bisschen realistisch an die Sache herangehen und dich fragen, was realistisch ist in dem Moment, je nachdem, worum es bei dir geht. Wir haben dann die Venus in den Zwillingen, was die Kommunikation fördert, den Flirt natürlich auch, neue Kontakte selbstverständlich. Und ja, ich denke, dass du damit auch ein bisschen beflügelt wirst, aber lass dich von den Pflichten nicht abbringen und vor allen Dingen nicht zu weit wegbringen. Mit Pluto im Wassermann kannst du auch ein bisschen Eigensinn hervorbringen oder auch Eigensinn begegnen, durchaus. Man sollte eben da standhaft bleiben und bei dem, was sich bewährt hat. Das gilt natürlich auch für die Zeit ab 20. Da ist die Sonne im Stier und natürlich ab 21., wenn Merkur rückläufig wird, auch im Stier, bis zum 15. Mai. Da kann man nicht mehr viel machen, aber du kannst diese Woche noch wichtige Themen abschließen, wenn du dich darum kümmerst, aber bitte in aller Ruhe und ohne Hetze. Ja, Merkur ist im Stier und wird am 21. rückläufig. Uranus ist im Stier. Da geht es um langfristige Erfolge. Schauen wir uns an, was wir für den Schützen haben. Da sind noch einige Hürden zu nehmen. Vielleicht bemühst du dich darum, die Dinge abzuschließen. Du bist ja auch kurz davor. Wir haben den Turm. Das kann bedeuten, Platz schaffen für Neues. König der Kelche. Gefühlsmäßig fürsorglich entgegenkommt, aber seiner eigenen Agenda folgend. Ich denke, dass du wie immer auch für andere da bist, aber dich bitte nicht übernimmst und natürlich nicht dich selber aufgibst. Denn das macht der ein oder andere manchmal nicht nur als Schütze, sondern andere auch, dass man sich selbst dabei vergisst und man vergisst, dass man selbst die Energie braucht, um aufrecht zu bleiben und eben auch anderen helfen zu können. Und deswegen ist es so wichtig, langsam zu machen, die Dinge abzuschließen, sich auf seine Dinge zu fokussieren, gerade auch wenn dann Merkur rückläufig wird, und zu heilen, Dinge zu heilen. Der Stern bedeutet natürlich mit Pluto im Wassermann, dass man ein bisschen, ja, ich sag mal, seine Ideen umsetzt. Aber man kann sie erstmal für sich behalten, man kann sie vorbereiten, man kann planen. Und Fürsorglichkeit ist freundliches Entgegenkommen, Hilfsbereitschaft, aber eben nicht über das eigene, ja, das eigene Kraftpotenzial hinaus, ja. Also bleib bei dem, was sich bewährt hat, kümmere dich um andere und versuche Dinge abzuschließen, mach den Platz frei für Neues.
Aber denke auch daran, dass dann eben ein bisschen Zeit vergeht, bis das wirklich umsetzbar ist. Ich wünsche dir einen schönen Start in diese Woche. Viel Erfolg, viel Ruhe, viel Entspannung. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 17. April 2023. Ich hoffe, du hast dich gut erholt, startest mit neuer positiver Energie, bist regeneriert und wir schauen mal, was wir haben. Die Sonne und der Jupiter sind noch im Widder. Die Sonne wechselt am 20. in den Stier, was für dich natürlich auch sehr schön ist. Merkur ist ja schon im Stier, wird aber am 21., dem Freitag, rückläufig. Das bedeutet, möglichst sollte man natürlich Dinge in dieser Woche noch abschließen, bevor Merkur rückläufig wird. Wenn man kann, man soll es nicht erzwingen, das funktioniert nicht. Also so wie man das eben hinbekommt, sollte man es versuchen. Der Mond ist in den Fischen, was sehr sensitiv, gefühlvoll und hilfsbereit macht. Das heißt nicht nur, dass du hilfsbereit sein sollst, sondern dass du auch um Hilfe bitten kannst. Mars im Krebs unterstützt das Ganze, dass wir, das Familiäre, genauso wie Neptun und Saturn in den Fischen, die gefühlsmäßig eben auf die Gruppe gehen, also auf das Team, auf die Familie und dass man miteinander natürlich mehr erreichen kann als alleine. Ja, Merkur, wie gesagt, im Stier, Uranus im Stier, Veränderungen sollen langfristig Erfolg bringen. Da braucht man einen langen Atem, Durchhaltevermögen, den du mit Sicherheit als Steinbock natürlich hast. Ja, Pluto im Wassermann kann natürlich dazwischen grätschen, wenn man zu eigenwillig, zu eigennützig und egoistisch daran geht. Dann funktioniert das nicht so gut und das wäre natürlich jetzt kurz bevor Merkur rückläufig wird sehr schwierig. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei jedem selbst. Wir haben die Venus in den Zwillingen, was Kontakte fördert, Austausch, Gespräche, aber eben auch die Ablenkung. Man kann sich auch eben sehr von Dingen ablenken lassen und dann kriegt man das vielleicht nicht so gut hin. Schauen wir mal, was wir für den Steinbock an diesem Montag haben. Gönn dir Ruhe. Gute Überlegungen sind manchmal die halbe Miete bei Dingen, die man vorhat. König der Stäbe, Feuer, Energie, Temperament, Leidenschaft, aber auch Eigenwille. Ich will mit dem Kopf durch die Wand. Und das sind die Gefühle. Ja, man sollte sich überlegen, wofür man sein Temperament einsetzt, seine Gefühle investiert, ja, und wie man argumentiert, so sehe ich das. Und da haben wir die Mäßigkeit, das ist die Schütze-Energie, Gefühl und Intellekt gehören in Einklang, ja. Bei allem Temperament und bei allem Durchsetzungswille geht es ja darum, die Leute in deiner Umgebung zu vereinen, miteinander etwas zu erschaffen, sich gegenseitig zu stützen und unterstützen, um da eben auch sich wohlzufühlen auf der einen Seite und eben nicht als Einzelkämpfer dazustehen. Und ich glaube, das ist auch für dich als Steinbock vielleicht eine etwas neuere Erfahrung, aber es geht darum, sich auch so ein bisschen sensitiv auf andere einzustellen. Also ein bisschen die Intuition zu nutzen und zu schauen, naja, ich möchte ja selber mich wohlfühlen und ich möchte ja auch keinem dieses Wohlgefühl verderben. Ja, ob als Kollege oder Kollegin oder Familienmitglied, miteinander ist man stark. Überlegungen, Gespräche finden statt. Mit Leidenschaft, aber auch mit Gefühl. Und da kann man für sich gemeinsam natürlich eine ganze Menge rausholen. Ich wünsche dir einen tollen Start in diese Woche. Viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute beim Montag, 17. April 2023 und ich hoffe auch du hattest ein schönes Wochenende, startest mit neuer positiver Energie in diese Woche und wir schauen mal, was wir für den Wassermann haben. Sonne und Jupiter im Widder. Hat dich bisher schon sehr stark nach vorn gebracht. Wir haben natürlich den Pluto im eigenen Zeichen, der auch so einen Selbstverwirklichungswillen hat. Aber man sollte sich eben auf die Mitmenschen auch ein Stück weit einstellen. Denn gemeinsam kann man viel mehr erreichen als Einzelgänger. Der Mond ist in den Fischen und bestärkt dieses Gefühl noch. Man fühlt sich eben auch sensitiv auf andere. Ja, man mag Menschen, man liebt Menschen, je nachdem. Und das ist auch für den Wassermann eine sehr positive Erfahrung. Der Mars im Krebs ist eben auch das Familiäre, das Miteinander. Genauso wie Neptun und Saturn in den Fischen. Die Venus in den Zwillingen fördert neue Kontakte und kann auch bedeuten, dass man sich eben, ja, ich sag mal, neuen Dingen oder neuen Menschen widmet. Man sollte die, die an seiner Seite standen, allerdings nicht ganz vergessen.
Und man sollte sich auch von seinen Zielen dadurch nicht abbringen lassen, auch wenn man vielleicht frisch verliebt ist oder irgendwas. Denn mit Merkur und Uranus im Stier geht es darum, langfristig zu planen, nicht kurzfristig von heute auf morgen, sondern eben für eine lange Zeit Erfolg nicht nur zu generieren, sondern auch beizubehalten. Ja, Pluto, wie gesagt, kann da so ein bisschen Eigensinn beim Wassermann fördern. Kraftvoll natürlich, durchsetzungsstark, aber es ist immer wichtig, sich die Konsequenzen auch vor Augen zu führen. Was haben wir jetzt für den Wassermann? Ja, da ist der Ritter der Schwerter, der schnell agiert und unüberlegt handeln kann. Es kann aber auch die Überraschung sein. Zwei der Kelche, Gespräche auf Augenhöhe, das ist sehr gefühlvoll. Und das ist der Erfolg. Das bedeutet vielleicht auch einen Impuls, ja, ohne zu überlegen, sich auf das Gespräch auf Augenhöhe einzulassen, auf jemanden zum Gespräch zu bringen oder sich jemandem zu öffnen. Das bringt den Erfolg. Auch wenn das irritierend ist. Vielleicht bist du von deinen Gefühlen plötzlich übermannt und weißt gar nicht, wie dir geschieht, könnte ich mir vorstellen, ja? Oder wie du das zustande gebracht hast. Vielleicht, weil du dich nicht mit unsäglichen Stunden von Gedankengängen beschäftigt hast oder das Für und Wider abgewägt hast, sondern weil du einem Impuls gefolgt bist. Also insofern kann natürlich der Ritter der Schwerter auch eine positive Entwicklung bedeuten. Schau dir das an. Ja, nicht überlegen, handeln. Und dann bist du irritiert, wie du das zustande gebracht hast. Ja, was ja auch schön ist. Ja, man kann sich so selbst noch überraschen. Aber es hat was mit Gefühlen, mit dem, was dir am Herzen liegt, zu tun. Und das ist immer etwas Positives. Ich wünsche dir einen tollen Start in diese Woche, viel Gefühl und viel Erfolg. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Montag, 17. April 2023, und ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames Wochenende, startest mit neuer positiver Energie in die neue Woche. Und ja, wir haben sehr viel Positives auch für die Fische natürlich. Der Mond ist in den Fischen, Neptun und Saturn sind in den Fischen und natürlich der Mars im Krebs. Was dich voranbringt, wenn auch langsam, aber es geht um Hilfsbereitschaft, es geht um das Miteinander zusammen sind wir stärker als alleine, wir gehen gefühlsmäßig aufeinander zu, wir stellen uns aufeinander ein. Intuition ist wichtig und das ist sehr schön. Schwieriger ist natürlich die Pluto-Energie, die eigenwillig ist, vielleicht auch so ein bisschen egoistisch, kann man sagen, wenn jemand sich selbst verwirklichen will. Die Ablenkung ist groß mit den Zwillingen in der Venus oder Venus in den Zwillingen, dass man eben sich schnell ablenken und blenden lässt, vielleicht von etwas oder jemandem, und sich dann verzettelt. Da musst du als Fisch natürlich auch Acht geben, dass das nicht passiert. Hilfe bieten dann natürlich Merkur und Uranus im Stier. Stierenergie ist pragmatisch, Erdenergie, ja, so auf langfristige Erfolge zielt das Ganze. Und das ist natürlich wichtig, dass man nicht mal eben irgendwas Gutes hat. Man möchte es ja auch beibehalten. Wir haben den König der Münzen für dich. Das ist Stabilität und Sicherheit, aber auch Dankbarkeit und Demut für das, was man schon erreicht hat. Da sind noch einige Hürden zu nehmen, und wir haben ja ab dem 20. die Sonne im Stier und ab 21. Merkur rückläufig. Und bis dahin sollte man natürlich vielleicht auch versuchen, pragmatisch, also langsam, gemäßig die Dinge fertigzustellen. Fünf der Schwerter ist die Auseinandersetzung mit Dingen. Also sich da auch, ich sage jetzt mal, kritisch mit Dingen zu befassen, Dinge kritisch zu sehen, auch als Fisch natürlich. Du bist gefühlvoll, sensitiv, entgegenkommend und sehr gefühlvoll und deswegen manchmal auch geneigt, immer das Gute in anderen zu sehen. Und vielleicht musst du dich damit auseinandersetzen, dass das nicht immer so ist. Und da haben wir die Veränderung, da haben wir die Welt, dieses Portal überschreiten von dem, was war, zu dem, was sein könnte. Und das ist keine Sache, die du an einem Tag löst, sondern das ist etwas, woran du arbeitest, vielleicht auch schon länger arbeitest und nicht erst jetzt. Und es geht darum, sich wirklich klar und sachlich damit auseinanderzusetzen, die Hürden zu nehmen oder die Verpflichtungen abzuschließen, wenn es geht, damit man dann ohne Ballast neu anfangen kann. Aber dazu gilt es natürlich auch zu erkennen, was man hat und was man, ja, was man auch beibehalten möchte, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche. Viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.